Dessen haben wir jetzt mal hier im Studio mitgebracht. Aus Platzgründen kann sie nicht ganz so groß ausfallen, wie sie in der Realität tatsächlich ist. Also sie wäre eigentlich sogar fast doppelt so groß. Ich gehe da mal ein bisschen aus dem Weg. Also etwa so wie ein Kleinflugzeug, eine Cessna. Ja, sie kann Aufklärungsflüge tätigen, hat dafür auch hochmodernes Kameraequipment. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Kann aber natürlich auch als Waffe eingesetzt werden. Bevor wir das im Detail noch mal beleuchten, noch einige technische Fakten. Die Größe habe ich gerade schon angesprochen. Sie hat also eine Flügelspannweite von etwa 12 Metern, kann bis zu 220 km/h schnell fliegen, eine Reichweite von etwa 3000 Kilometern und 24 Stunden kann sie etwa in der Luft bleiben. Ja, was sie in der Luft macht, das wollen wir uns jetzt tatsächlich mal ziemlich praxisnah anschauen. Denn Bilder, die diese Drohne selbst angefertigt hat, die habe ich mal mitgebracht aus Libyen zum Beispiel, denn da kam diese türkische Drohne schon zum Einsatz. Und was wir hier am Boden sehen, das ist ein russisches Luftabwehrsystem. Und das ist ja, wie der Name schon sagt, eigentlich genau dafür da, um Angriffe aus der Luft zum Beispiel von solchen Drohnen abzuwehren und ist offensichtlich gegen diese Bayraktar TB2 völlig wirkungslos. Hier sehen wir es auch nochmal und da sehen wir auch, wie gut die Qualität der Bilder dieser Drohne ist. Auch hier wieder ein Abwehrsystem, das im Übrigen auch so von den Russen jetzt an der ukrainischen Grenze stationiert worden sein soll, auch wieder gegen die Drohne wirkungslos. Und das sind sogar Bilder aus der Ostukraine, erst aus dem vergangenen Oktober. Diesmal kein Luftabwehrsystem, das da in den Fokus genommen wird, aber halt die russischen Besatzungskräfte und Haubitzen werden hier ebenfalls beschossen und auch da ist die Drohne wieder effizient und, ja, wenn man so will, erfolgreich.